und selbst? Danke, ganz gut. Hi. Also bei mir kommen heute Abend ein paar richtig stramme Kerle vorbei. Ah ja. Ja, sind unsere englischen Rugby-Spieler. Ich empfehle Hühner. Nicht schlecht. Ein schöner Vogel wäre eine gute Idee. Ja, da habe ich verschiedene Sorten. Das sind Freilandhühner. Und die hier kommen von den Biolandbauern. Ja. Richtig, die sind unterschiedlich gefüttert worden, nicht wahr? Mit Getreide oder so. Ja, mit Getreide, mit verschiedenem Getreide und Mais. Ist ja verrückt, wie sich die Haut färbt, was? Das sind Ringelblumensamen. Ja, und dann habe ich noch welche von der Bio-Geflügelfarm Paul Kelly. Das sind auch Freilandhühner. Fabelhaft. Ganz schöne Apparate sind das. Allerbeste Qualität. Das da sieht richtig schön dick und fett aus. Ich schätze, da ist genug Fleisch dran, oder? Mhm. Ja, davon nehme ich eins. Davon werden wir alle satt. Ich denke, das war alles. Okay. Bitte schön. Danke Ihnen vielmals. Das Wechselgeld. Danke. Bis demnächst. Hallo Joe. Jamie, alles klar? Denke schon, danke. Pass mal auf, ich brauche was ganz Verrücktes. Einen schönen Panettone. Ich weiß, das ist die falsche Jahreszeit. Macht nichts, wir haben noch welche da. Welche Größe möchtest du haben? Wir haben da welche zu einem Kilo oder auch ein halbes Kilo? Gib mir einen großen. Okay. Ich möchte ein kleines Dessert draus machen. Wie viel kriegst du? Alles zusammen, 15,05. Prima, danke. Ich danke dir. Bis dann. Bis dann, James. Alles Gute. Also, ich brauche Folgendes. Ich höre. Das sind aber süße kleine Mandarinen. Allerdings. Was ich brauche, ist Parmesan. Okay. Aber ich bin versucht, den ganzen Laden zu kaufen. Also, hier drin könnte ich wohnen. Darf ich mein Zelt mitbringen? Hab nichts dagegen. Ich wasche auch dafür ab. Wäre doch lustig, dich jeden Morgen in deinem Zelt zu wecken. Wie nennt sich der? Das ist ein Gouda, ein 4 Jahre alter Gouda. Er ist ausgezeichnet, wenn man ihn morgens isst. Er weckt die Geschmacksknospen. Gibt einem Energie. So was habe ich noch nie gegessen. Der schmeckt wie Käse, aber gleichzeitig nach Ingwerbier, nach einer Art von eine Spur von Früchten ist da drin. Interessant, nicht? Hast du unseren neuen Parmesan schon probiert? Es ist eine niedrige Nummer, 600. Das bedeutet, er ist ziemlich in der Nähe des ursprünglichen Gebietes. Naja, das ist der Produzent. Mhm. Und er ist sehr würzig. Ist das nicht wunderbar? August 1999. Exzellent. Schön, nicht? Hm? Mhm. Den nimmst du doch, oder? Klar, ist fantastisch. Wie viel möchtest du? Gib mir das ganze Stück. Ich schneide ihn mir zurecht, wenn ich zu Hause bin. Okay. Bin gespannt. Reicht bestimmt eine Woche bei mir. Wunderbar. Viel Spaß, alles Gute. Danke. Pass auf dich auf. Schönen Tag. Wiedersehen. Bis dann. Also, die Jungs kommen heute von einem großen Spiel und ich weiß, die brauchen was Anständiges zu essen. Und ich kann mir vorstellen, dass sie schon oft Huhn gegessen haben. Also, ich habe mir überlegt, ich mache was ganz Besonderes und zwar ein echt cooles italienisches Gericht. Es nennt sich Hühnchen in Milch. Klingt furchtbar, aber auf Italienisch klingt es klasse. Also, fangen wir gleich an. Ich habe hier ein schönes kleines Hühnchen. Natürlich ein Freilandhuhn. Und das werde ich als erstes ordentlich würzen, damit Geschmack reinkommt. Ich habe hier Salbei, das ist ein ziemlich wichtiges Gewürz. Also, ich mache Folgendes. Ich werde die Blätter von den Stielen rupfen, aber die Stiele behalten wir, denn die haben ein tolles Aroma. Dann brauche ich ein paar Zitronen. Und die Idee ist im Grunde folgende. Ich werde die Schale benutzen, um die Milch gerinnen zu lassen. Das klingt ein bisschen seltsam, aber ich werde es euch später zeigen. Ich werde die Schale einfach abschälen, und zwar mit einem Gemüseschäler. Aber in diesem Fall übernimmt die Schale eine ganz wichtige Rolle. Normalerweise presst man nur den Saft aus und verwendet ihn dann für Dressing oder irgendwelche Sachen. Viele schmeißen die Schale einfach weg, aber die ist wirklich sehr, sehr lecker. Und solange nichts von diesem weißen Zeug dran ist, das ist nämlich ziemlich bitter, ist eigentlich alles bestens. Wenn man sowas bei Pfannen oder Reisgerichten oder sogar bei gebratenem Hühnchen verwendet, dann schmeckt das alles wirklich äußerst köstlich. So, also, ich schäle die Schale einfach runter. Und die Zitrone soll natürlich auch benutzt werden. Also, die schneide ich jetzt in Scheiben und damit mache ich Folgendes. Die kommen nämlich in mein Hühnchen rein. Also, da wird alles reingeschoben. Und wenn es gart, wir werden es in einer Kasserolle braten. Aber wenn es nachher kocht, dann wird es von innen gedämpft und es gibt dem Hühnchen ein natürliches Aroma. Das schmeckt ganz fantastisch. Also, anstatt die Zitronen rumliegen und vergammeln zu lassen, stopfe ich sie in das Hühnchen, sodass das Ganze richtig lecker wird. Ach so, und diese Stiele hier, die kann man nicht essen, aber die kommen da auch noch rein. So, jetzt habe ich das Hühnchen schön gestopft. Und schon geht es weiter. Und der Vogel muss irgendwie gewürzt werden. Dazu nehme ich Olivenöl. Eine ordentliche Prise Salz.
Eine anständige Prise Pfeffer und das wird jetzt hineingerieben. Das wird ein ganz fantastisches Gericht. So, hier drüben habe ich eine Kasserolle auf dem Feuer. Man könnte es auch auf einem Backblech machen, wenn man will. Oder in was anderem, was groß genug ist, wo das hier reinpasst. Ich gieße ein bisschen Olivenöl rein, nur damit der Vogel anfängt zu braten. Und dann brauche ich noch etwas Butter. Das klingt sehr eigenartig. Aber im Grunde genommen ist das ein klassisches Rezept und daran verändert man auch nichts. Ich habe hier ein halbes Paket Butter und damit mache ich Folgendes. Ich werde das Huhn darin anbraten und wenn die Butter braun und eklig schmeckt, schütten wir sie einfach wieder weg. Denn sie ist eigentlich nur dazu da, den Geschmack reinzuziehen. Anschließend nehmen wir ein neues Stück Butter. Klingt alles ein bisschen eigenartig, aber so läuft das nun mal. So, das Huhn kommt hier rein. So, und jetzt ist es wichtig, dass das Huhn schön Farbe bekommt. Wunderbar. Sobald es rundum braun ist, ist alles bestens. Ach ja, und wenn ihr jetzt die Butter anseht, die ist ganz schön braun. Und, das will man ja eigentlich nicht. Die würde dem Huhn eine ganz komische Geschmacksrichtung geben. Deshalb will ich sie wegschütten, denn sie hat ja ihren Dienst erfüllt. So, also raus mit dem braunen Zeug. Der Geschmack ist auf jeden Fall im Huhn. So, erledigt. Und jetzt wieder zurück aufs Feuer. Und jetzt werde ich noch mal ein bisschen Butter hinzufügen. Jetzt kommen noch 6 geschälte Knoblauchzehen hinzu. Und zwar als Ganzes. Dann nimmt man die Zitronenschalen und verteilt sie ebenfalls im Topf. Und das Büschel Salbei wird ebenfalls verteilt. Mal abgesehen davon, dass Butter, Zitrone und Salbei eine geile Kombination sind, egal was man damit macht, Huhn oder Schweinekotelett, bei einfach allem geht es darum, dass die Zitronenschalen die Milch, die ich jetzt gleich dazu gieße, gerinnen lässt. Ich gieße einen halben Liter dazu. Also Milch, Huhn, Zitrone, Butter, Salbei. Das passt wirklich richtig gut zusammen. Das gibt ein wunderbares Aroma. Aber wenn die Milch anfängt zu kochen und die Säure aus der Zitronenschale heraustritt, genau in diesem Moment gerinnt die Milch und dann bekommt man diese wunderbaren kleinen Klümpchen, die wie eine Art Ricotta sind. Wirklich klasse. Und man bekommt eine fantastische Soße. Also, wir bringen das Ganze zum Kochen. Und nimmt eine halbe Stange Zimt und wirft sie einfach dazu. So, es wird runtergedreht. Und man könnte einen Deckel rauf tun, wenn man will. Aber ich werde euch einen kleinen Trick verraten. Nehmt etwas Pergamentpapier. Haltet das unter Wasser, damit es schön weich wird. Und dann legt es oben drauf, so als würde man alles zudecken. Das Gute daran ist, dass alles backt und röstet und dass alles richtig braun wird. Aber gleichzeitig verdampft nicht die Milch, sodass man hinterher einen ganz trockenen Vogel im Topf hat. Das Ganze kommt dann in den Ofen bei ungefähr 190 Grad für 1,5 Stunden. Und ich sag euch was, das Fleisch wird vom Knochen fallen. Außerdem bildet sich eine fantastische Soße. Und ihr werdet was sehen, was ihr noch nie gesehen habt. Ich würde es mit Blattgemüse und Kartoffelpüree servieren, aber wenn wir in Italien wären, würden wir es mit Polenta essen und das ist fantastisch. Polenta zu kochen ist super einfach. Schnappt euch einen Topf, einen schönen hohen Topf und bringt darin 1 Liter Wasser zum Kochen. Dann werden 250 Gramm Polenta hinzugefügt und ordentlich mit einem Schneebesen gerührt. Das Ganze bei niedriger Hitze schön langsam kochen, wie etwa bei einem Haferbrei. Es dauert ungefähr 15 bis 20 Minuten und dann wird sie richtig, richtig dick. Vielleicht muss noch etwas Wasser hinzugefügt werden, damit sie eine breiähnliche Konsistenz bekommt. Jetzt, und dabei läuft meistens etwas schief, muss man sie würzen. Man braucht etwa 125 Gramm Butter, in Stücke geschnitten, und rein damit. Und etwa 2 große Hände frisch geriebenen Parmesan. Das wird alles hinzugefügt und ordentlich durchgerührt, damit die Polenta schön locker und hell wird. Und es ist wichtig, nach eigenem Geschmack nachzuwürzen. Sie ist jetzt fast fertig. Mit dem Schneebesen noch einmal ordentlich durchrühren, damit es schön leicht und locker wird. Und wenn man sie noch mal probiert, sollte sie schön gehaltvoll schmecken. Jetzt ist sie fertig. Also haut rein, Leute. Gut. Was ich als Dessert mache, ist eine fantastische Abwandlung eines Brot- und Butterpuddings. Und zur Weihnachtszeit gibt es bei den Italienern immer Panettone. Das ist wirklich fantastisch. Und das ist eine Art verbessertes Brioche, würde ich sagen. Das ist eine festliche Sache. Leider ist jetzt nicht Weihnachtszeit. Ich sage euch was. Die sind billig. Man bekommt sie hinterhergeworfen. Und sie sind grandios, um daraus ein Brot- und Butterpudding zu machen. So sehen die Dinge aus. Die Verpackung mache ich ab. Bei einem normalen Brot- und Butterpudding braucht man etwa 1 Zentimeter dicke Scheiben. Ungefähr so. Oh, das sind die Jungs. Ich hoffe, die haben gewonnen, sonst sind sie mies drauf. Hallo? Kommt hoch, Leute. Ja, danke, ja, wie geht's dir? Alles klar? Na, logisch. Habt ihr gewonnen? Na klar, haben wir gewonnen. Macht's euch bequem. Wollt ihr was trinken? Ein Bier? Ich nehme was Alkoholfreies? Bier. Was Kaltes? Ich hab einen Riesendurst. Ich hoffe, ihr habt auch Hunger. Ich sterbe fast. Was servierst du uns denn heute? Gute Frage. Ich habe ein bisschen Hühnchen, das dürfte fast fertig sein. Klingt gut. Und ich mache gerade ein Brot- und Butterpudding auf italienische Art. Da bin ich gespannt.
Und wo sind die anderen beiden? Die kommen noch, die stehen noch unter der Dusche. Ja, unter der Dusche. Die haben so geschwitzt. So nennt man das also. Ich mache jetzt Folgendes. Ich bestreiche das mit Butter. Das hier ist ein Panettone. Kennt ihr sowas? Kommt aus Italien, nicht? Ah ja, kenne ich. Das ist ein Weihnachtskuchen aus Italien. Mann, der ist unheimlich lecker. Und für das Dessert bestreiche ich ihn mit Butter. Und was gibt's denn Neues bei euch? Wir haben gerade so gewonnen, es war die Härte. Ja, und wie steht in der Tabelle? Gar nicht übel, es geht voran. Wir hatten zwar einen schlechten Start, aber wir haben bei den letzten Spielen einen Haufen Punkte gut gemacht. In der Nationalmannschaft spielt ihr auch? Ja, in der nächsten Woche, aber ich nicht. Wurde nicht aufgestellt. Aber die anderen beiden sind dabei. Ja? Ja. Ist sicher ein harter Konkurrenzkampf, in die Mannschaft zu kommen, oder? Im Augenblick ist es sehr schwer. Stimmt. Wirklich. Die spielen verdammt gut. Wir sind im Augenblick deshalb die Besten der Welt. Die Engländer gibt's nicht. Ja, auf Platz 1. Ist ja gut, dann kann ich beruhigt sein. Hast du in der Schule viel Sport gemacht? Ja, nein, nicht direkt. Ich habe ein bisschen Rugby gespielt. Ach, ja? Aber das ist eine traurige Geschichte. Bloß nicht nachfragen. Du wärst talentiert. Nein. Nein, glaubt mir, ich konnte nur einen einzigen amerikanischen Wurf machen. Ist ja nicht wahr. Aber der ganze Wurf ging daneben, war viel zu langsam. Ich wurde total ausgebuht, also es war sowas von peinlich. Ich habe mich total geschämt. Dann habe ich noch ein bisschen Fußball gespielt, aber besonders gut war ich im Speerwurf. Du hast ja die richtige Figur dafür. Ehrlich? Meinst du? Naja, ich mach mal weiter mit dem Dessert, das ist wirklich super einfach. Ich kenne zwar euren Familienstand nicht, aber ich bin der Meinung, dass jeder Kerl, der was drauf hat, ein paar anständige Desserts im Ärmel schütteln müsste. Ah ja? Und ich denke mir, das solltet ihr einfach abgucken. Ich habe hier nur das alte englische Brot- und Butterrezept vereinfacht. Ah, ja. Also, man nimmt ein bisschen Butter für die Form und reibt sie einfach damit ein. Schön rundum, damit nichts kleben bleibt. Es gibt uralte Rezepte von Brot- und Butterpuddings. Da muss man die Milch kochen oder die Soße vorbereiten. Das ist ein Riesenaufwand. Hier geht es einfach vonstatten. Man nimmt sich eine Schüssel und das Rezept ist leicht zu merken. Dazu braucht man 4 Eier. Schöne große, wenn ihr kriegen könnt. Und einen guten halben Liter Milch. Und einen halben Liter Sahne. Alles da reinschütten. Also, 4 Eier, einen halben Liter Milch, einen halben Liter Sahne und zugegeben, das ist ein ziemlich deftiges Dessert. Oh, das verbrennen wir wieder. Kann ich mir vorstellen, dass ihr genug trainiert, um das zu verbrennen. Und ein Spiel und wir können uns das leisten. Auf jeden Fall, das gehört zu den angenehmen Augenblicken und die muss man auch haben. Also, da hinein kommen noch 170 Gramm Zucker. So. Na, reicht das? Ja, ab in die Schüssel. Und, habt ihr schon mal Vanillestangen gesehen? Kenne ich. Ah, die sind irre. Seht sie euch an. Die kommen aus Peru. Hier, riecht mal dran. Damals haben das die viktorianischen Frauen benutzt, ja, um sich überall damit einzureiben. Wie eine Art Parfum. Ist das wahr? Ja, wirklich. Ist kein Scherz. Ich hab's noch nicht versucht, aber mir ist keine Frau hinterhergelaufen. Mit den Vanillestangen ist das folgendermaßen. Man setzt das Messer an und schneidet sie der Länge nach durch. Dann kratzt man alles raus. Das sieht so ähnlich aus wie ein Miniaturfroschleich. Seht ihr? Und das kommt in die Schüssel. Und wenn ihr das in den Zucker tut, dann habt ihr einen fantastischen Vanillezucker. Und dann, sagt mal, kocht ihr beide eigentlich viel? Hin und wieder. Ab und an. Ja, durchaus. Ich mache gute Currygerichte. Ich hau mir ab und zu ein Steak in die Pfanne. Ja? Und dazu mache ich mir ein Riesendeier Gemüse. Powerfood, was? Gemüse ist gut. Und Früchte. Alles, was man kriegen kann. Ausgezeichnet. Und dann muss man noch Orangenschale hinzugeben. Die Schale einer Orange gibt der Sache ein völlig anderes Gesicht. Und ich bin mir sicher, dass ihr beide auf dieses Gericht abfahrt. Kann's kaum erwarten. Und wir brauchen nicht den Saft, nur die Schale. So, nochmal ordentlich dagegenhauen. Da haben wir's. Die kleine Menge reicht schon. Und als nächstes kommt... Oh, wartet mal. Mein Huhn müsste jetzt fertig sein. Mal sehen. Riecht ja köstlich. Ich wissen wir es. Oh, ja, yeah, Baby. Da müsst ihr mal einen Blick drauf werfen. Zeig mal. Das ist euer Essen. Ja, Wahnsinn. Seht ihr, was passiert ist? Und so schön diese kleinen Stückchen hier? Ja. Das ist so eine Art Käse. Durch die Zitronenschale ist die Milch geronnen. Und dann haben wir jede Menge knusprige Hähnchenteile. Und wie lange war das Hähnchen im Ofen? 1,5 Stunden bei 190 Grad. Und das fällt jetzt vom Knochen. Ihr werdet begeistert sein. So, euer Essen ist fertig. Ich schalte jetzt den Ofen runter auf 160. Vorher wird das hier noch aufgeschlagen. Und das war's dann schon. Also nochmal für euch beide. Ihr müsst das hier alle reinschütten. Und zwar 4 Eier, einen halben Liter Milch, einen halben Liter Sahne, 2 Vanillestangen, die Schale einer Orange und 170 Gramm Zucker. Okay? Und die Soße ist fertig, denn im Wesentlichen ist das Ganze eine Soße. Und jetzt nehme ich unser Brot, tauche es ein
und werf es einfach in die Form. Ganz egal, wie es kommt. Ihr könnt auch normales Brot benutzen. Und wo kann man denn den kaufen? Ich sag euch was, diesen Panettone bekommt man überall. So, jetzt wird ein bisschen von der Soße drüber gegossen. Ist ja wie ein Gemälde. Ich bin mir nicht sicher, ob ich morgen von eurem Trainer einen Anruf bekomme, der es bei mir beschwert. Garantiert nicht. Weil ihr euch nicht mehr bewegen könnt. Wir haben gewonnen. Im Augenblick liegen wir ganz weit vorn. Ich tue noch ein bisschen mehr Soße drauf. Das muss man einfach ausprobieren, denn das Brot saugt die Soße richtig auf. Man muss sie langsam dazu schütten. Nach und nach. Auf die Art und Weise wird alles richtig durchgefeuchtet. So, den letzten Rest noch drauf. Prima. Jetzt schön aufpassen. Hier kommt nämlich noch ein kleiner Tipp. Und der ist der absolute Gipfel. Wenn man ein bisschen Puderzucker auf den Panettone streut, bevor er in den Ofen geht, dann wird er nachher total knusprig. Ihr werdet verrückt. Und das ist wirklich das i-Tüpfelchen bei diesem Dessert. Einfach ein bisschen drüber streuen. Herrlich. Und jetzt kommt das kleine Weight Watchers Dessert in den vorgeheizten Ofen. Prima. Das backen wir jetzt bei 160 Grad für eine halbe Stunde oder 40 Minuten, bis es in der Mitte schön wabbelig ist. Und dann werdet ihr beide ausleppen. Oh, könnt ihr mal aufmachen? Das sind eure Jungs. Endlich aus der Dusche raus. Ja, die haben bestimmt noch nasse Haare. Na, alles sauber? Lass uns mal rein, wir haben mächtigen Kohldampf. Ob wir denen was anbieten, überlege ich mir noch. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Wir haben vor. Hallo, mein Alter. Alles okay, Leute? Na sicher, logisch. Hi, Jamie. Hi, mein Großer. Okay, wie geht's dir? Junge? Habt ihr Hunger? Und wie? Hunger ist gar kein Junge, Ausdruck. Ihr habt euch ja ganz schön Zeit gelassen. Wir sind fertig, es kann losgehen. Brot und Butter bringen. Super Sache. Bedient euch, nehmt euch ein Bier. Ist im Kühlschrank. Ich will auch eins. Sollen wir gleich reinhauen? Das hast du schon dreimal gefragt. Ihr habt doch gesagt, ihr esst Spinat. Oh, den liebe ich. Wie kochst du ihn, Mann? Einfach in einem Topf mit ein bisschen Butter und das war's eigentlich schon. Wunderbar, sehr gut. Denn es gibt viele Leute, die ihn richtig durchkochen und dann ist er tot. Richtig. Und matschig. Und dann habt ihr ein wunderschönes grünes Wasser und einen todlangweiligen Spinat. Okay, er hat völlig recht. Ich nehme ein kleines bisschen Olivenöl oder ein bisschen Butter. Oder eine Mischung aus beidem. Und ihr könnt auch Knoblauch dazu nehmen, wenn ihr wollt. Aber man kann ihn auch ganz schlicht lassen. Wo steht er? Ah, hier drüben. So, das sieht nach einem Haufen Spinat aus, aber der wird gleich zusammenfallen. Und dann bleibt kaum noch was übrig. Eine Prise Salz und Pfeffer. Und ein kleines bisschen Muskatnuss. Kennt ihr Muskatnuss, Leute? Hab ich noch nie benutzt. Oh, macht nichts, die hier. Also, ein bisschen davon schmeckt gut. Zu viel schmeckt merkwürdig. Aber eine Kleinigkeit schmeckt wirklich gut. Habt ihr schon mal Polenta gegessen? Nein. Das ist ein ziemlich seltsames Zeug. Die Engländer haben ein Problem damit. Sie bereiten es nach den komischsten Methoden ist zu. Ist das so eine Art Grieß? Das ist doch was mit Reis aus Italien. Nein, sie wird aus Mais gemacht. Und das ist eine klassische norditalienische Geschichte, die man mit Wasser kocht, damit es dick wird wie ein Brei. Und dann kommt jede Menge Butter hinzu und Salz und Pfeffer. Man serviert sie mit viel Käse oben drüber oder Trüffel oder in einer Pfanne gerösteten Pilzen oder man serviert sie auch zu Pfanngerichten, etwa in der Art wie Kartoffelpüree. Also klassisch gesehen passt sie ziemlich gut dazu. Seht ihr, er fällt allmählich zusammen. Wenn du Spinat kochst, gibst du dann zum Schluss noch ein bisschen Zitrone dazu? Nein. Nein? Du bist doch der Koch hier. Ja, siehst du, das ist wieder so ein kleines Geheimnis. Unterstützt das den Geschmack? Die Zitrone? Ja, die gibt der Sache einen kleinen Kick. Verstehe. Ihr müsstet euch aus dem Bioladen ernähren, da gibt's immer frisches Zeug. Das ist das A und O für Sportler. Das haben wir mal eine Weile gemacht, ja. Das ist ein teurer Scherz, was? Das kannst du laut sagen. Sind denn deine Zutaten alle aus dem Bioladen? Naja, ich versuch's, wenn's möglich ist. Aber ich sehe das so, wisst ihr, wenn man ständig mit Essen zu tun hat, dann ist das wie bei euch. Ihr würdet ja auch nicht irgendwelche alten, vergurkten Sportschuhe tragen und erwarten, dass ihr damit wie die Weltmeister hat's spielt. Hat's tatsächlich eine bessere Qualität? Ich denke, in dem Fall kann man auch gutes und schlechtes Biozeug kriegen. Steckt man nicht drin. Du selbst auswählen, denke ich. Naja, man muss sich schon mit seinen Zutaten auskennen und wissen, wo man was bekommt. Also, ehrlich gesagt, mir macht das unheimlich Laune. Wenn ich irgendwo schönes Biogemüse sehe, dann werde ich ganz aufgeregt. Da flippst du richtig aus, was? Nein, ehrlich, ich sage euch, mir fallen da sofort irgendwelche Rezepte ein, die ich dann nachkochen will. Ich kann mich da richtig reinsteigern, wirklich. Reicht das an Zitrone, Jamie? Ja, das ist okay. So, dann die Polenta. Ich zeige euch gleich, wie man das Hähnchen tranchiert. Aber dazu brauche ich erstmal ein paar Teller. 1, 2, 3, 4 und 5. Für mich. Okay.
Okay. Erstmal kommt die Polenta. Also wie gesagt, das ist wie Kartoffelpüree. Ein schöner Klecks. Tolle Farbe. Bin gespannt, ob die euch schmeckt. Wie gesagt, in England ist die nicht sehr populär. So, jetzt kommt das Hühnchen dran. Hier ist es. Das hat eine Weile geruht, das heißt, es muss jetzt schön zart sein. Hoffe ich zumindest. Das brauche ich nicht. Wer von euch mag Brust oder Keule? Also, ich möchte Brust haben, wenn du mich fragst. Ich will auch Brust haben. An den Keulen ist mehr dran. Stimmt, das ist ein ganz fettes Stück hier. Trotzdem stehe ich mehr auf nicht vor, herrlich? Alter Macho. Das kommt hier drauf und dann gibt's noch ein bisschen Spinat dazu. Unglaublich. Gleich fängt mein Magen an zu knurren. Irre. Die Italiener ziehen das einfach vom Knochen ab. Mit den Fingern, was? Nein, die ziehen das mit der Zange weg. Und dann holen sie noch das letzte Stückchen Fleisch raus, das sie finden können. Damit keiner verhungert. Habe ich das nicht toll gestapelt? Du bist der Chefkoch. So, passt auf, jetzt kommt das Beste. Ich habe vorhin von der Zitronenschale gesprochen. Seht ihr? Und da hat sich jetzt ein richtiger Käse gebildet. Wenn man Käse macht, ist das einfach nur Milch mit Zitrone. Man kann aber auch Essig hineintun. Ja, ja. Und das hier, tja, das ist eigentlich die Soße. Okay, sie sieht vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, aber sie hat's in sich. So, wollen wir jetzt reinhauen? Du hast jetzt wirklich genug geredet. Ich sterbe okay, gleich. Das hier ist meiner. Und die hier mal sind für euch. Die größte Portion hat. Du kriegst, kein Streit. Was übrig ist. Und passt auf, dass die Soße nicht daneben geht. Vorsichtig, Leute. Das bloß nicht kleckern. Das ist ja Wahnsinn.